ein großes herzliches Willkommen zu diesem Impuls und ich freue mich über das zahlreiche Interesse bei frühlingshaftem Wetter am Samstagmorgen. Und mein Ziel ist heute, Ihnen einen Einblick zu geben in den veränderten Markt im Kontext rund um Daten, um die Kapitalanlagefinanzierung, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Und gleichzeitig Ihnen auch einen Einblick zu geben, wie wir bei INTIB strategisch mit dem Thema Kapitalanlagefinanzierung aktuell und in Zukunft umgehen werden. Und gleichzeitig, welche Erfahrungen wir in dieser Situation mit unseren Banken gemacht haben. Hierfür habe ich auch eine Präsentation vorbereitet, die ich an der Stelle teilen mag. Ich bin Marcel Wollissen. Ich bin 39 Jahre alt und arbeite seit 17 Jahren für und bei INTIB. Die ersten 7 Jahre war ich als Finanzierungsberater für die Niederlassung Düsseldorf tätig und habe in Folge 10 Jahre lang diesen Standort und auch den Standort Mönchengladbach geleitet. Das Ganze habe ich bis zum Ende des vergangenen Jahres gemacht. Parallel im vergangenen Jahr habe ich ein Projekt verantwortet zur vertrieblichen Spezialisierung, zur Kapitalanlageberatung. Und das Projekt ist durchaus erfolgreich verlaufen. Da mag ich an späterer Stelle nochmal drauf eingehen. Und so ist es nun, dass ich seit diesem Jahr die Gesamtverantwortung habe, unsere Vertriebsspezialisierung, Kapitalanlage in Deutschland voranzutreiben und habe die Standorte Düsseldorf und Mönchengladbach als Verantwortung abgegeben. Privat habe ich eine große Leidenschaft zum Thema Kapitalanlage, bin selbst in vielen Immobilien investiert und kann Ihnen deswegen auch mit einer privaten Expertise den einen oder anderen Einblick geben. Ich mag auch noch ein, zwei Worte zu uns, zu INTIB verlieren, wenngleich ich davon überzeugt bin, dass Sie alle INTIB kennen. Sie haben sich hier angemeldet zu unserem Wohnperspektiventag, zu meinem Impuls auch und können sicherlich einordnen, wer INTIB ist oder was INTIB macht. Gleichzeitig gibt es nicht nur INTIB uns als Endkundenmarke, ja, wo wir Sie als Kunden, sei es zur Immobilie, zur Eigennutzung, zur Kapitalanlage oder zum reinen Modernisierungsdarlehen beraten, sondern wir haben auch noch unsere ProHIP. Das ist die Marke, unter der Vermittler, sei es ein selbstständiger Einzelvermittler oder eine große Institution wie zum Beispiel MLP oder DVG, unsere Plattform nutzen kann, um über uns Finanzierung bei den Banken zu platzieren. Und die dritte Säule, die für INTIB wichtig ist, ist unser Systemgeschäft. Über das Systemgeschäft nutzen uns große Banken und Bausparkassen, zum Beispiel die Wüstenrot kann ich als ein Beispiel nennen, die unser System nutzen, um ihre Baufinanzierung abzuwickeln. Warum erzähle ich das? Damit sehen wir ungefähr 40% des gesamten Baufinanzierungsmarktes. Das heißt, es sind ungefähr 400.000 Finanzierungsanträge, die wir sehen. Davon ist ungefähr ein Viertel Kapitalanlegerfinanzierung und diese werden bei ungefähr 500 Banken platziert. Das sage ich Ihnen deswegen, weil das eine durchaus große Relevanz hat für die Daten, die wir gleich sehen werden, da wir damit wirklich einen Großteil des Marktes einfach abbilden. Beginnen mag ich mit einer Einordnung, wie ist die Zinsentwicklung in den letzten 10, gar sogar 15 Jahren verlaufen. Und hier auf der Grafik sehen Sie in Orange, nein, fangen wir an mit Blau, sehen Sie den 10-Jahres-Zinsswap. Der 10-Jahres-Zinsswap ist als Refinanzierung für Banken zu verstehen. Das heißt, zu welcher Kondition kann sich eine Bank für eine 10-jährige Finanzierung selbst das Geld leihen. In Orange sehen Sie den durchschnittlichen INTIB-Angebotszins für 10 Jahre. Das heißt, das ist die durchschnittliche Kondition, zu der sich all unsere Kunden in diesem Jahr oder in diesem Monat Geld für eine 10-jährige Finanzierung bei den Banken leihen konnten. Wenn wir uns den reinen Verlauf anschauen, sehen wir, dass es seit 2010, sogar gar vorher, eine durchgehend rückwärtige Entwicklung der Finanzierungskonditionen gab. Ja, da ist der Markt ungefähr von 4% auf eine Größenordnung von 1% runtergegangen. Seit 2018 in etwa sehen wir einen sehr stabilen Zinsmarkt bis ungefähr 2022, weil die Zeit von 20 bis 22 dann nochmal ein Rekordtief hatte. Da gab es teilweise sogar Finanzierung gar an die 0%-Grenze hinan. 2022 gab es durch diverse Umstände, Sie werden es mitbekommen haben, politische, wirtschaftliche Umstände, eine rasante Zinsentwicklung nach oben.
ja, die ich persönlich in dieser Massivität auch vorher noch nie gesehen habe. Das heißt, seit 2022 bis heute ist der Markt in etwa von 1% auf grob 4% wieder angestiegen, wenngleich er jetzt seit Jahresbeginn 2024 nochmal ungefähr ein Dreiviertelprozent runtergegangen ist. Und wir auch erwarten, dass sich das in diesem Jahr so durchziehen wird, mit einer gewissen Stabilität rund um die 3,5%-Marke, mit einer Variabilität vielleicht von 0,1, 0,2 nach oben und unten. Was durchaus spannend ist, ist nicht nur die Entwicklung, die ich gerade gezeigt habe, sondern auch, wie der Abstand der Refinanzierung der Bank und der Endkundenkondition ist. Denn der Eindruck ist entstanden, gerade in den letzten 2 Jahren, wo die Konditionen so rasant nach oben gestiegen sind, jetzt machen sich die Banken richtig die Taschen voll. Ist gar nicht der Fall, ja, ganz im Gegenteil sogar. Die Banken konnten gar nicht so schnell die Konditionen anheben und an den Verbraucher durchgeben, wie es nötig gewesen wäre. Sie sehen, der Abstand ist teilweise gleich null oder nur minimal. Und aktuell pendelt er sich wieder auf ein normales Niveau ein. Das ist also die Ausgangsgrundlage, wie haben sich die Finanzierungskonditionen verändert in den letzten Jahren. Was dadurch passiert ist, ist in der Presse ganz viele Schlagzeilen, die ich persönlich auch gelesen habe, aller, es ist der große Crash, Kapitalanlagen lohnen sich nicht mehr, die Party ist vorbei, das Ganze ist unattraktiv. Und grundsätzlich ist es schon so, dass es einen kurzen Schock im Markt gab. Ja, aber der betraf nicht nur die Kapitalanlagen, sondern auch die Selbstnutzer. Und dennoch ging es bei dem Thema weiter. Das werden wir uns jetzt in Folge ansehen. Genauer draufschauen mag ich mit Ihnen. Wie haben sich die durchschnittlichen Tilgungen in den letzten 2,5 Jahren verändert? Und wenn wir sehen, die Finanzierungskonditionen sind ungefähr um 3% gestiegen in den letzten 2, 3 Jahren, sehen wir, dass die Tilgungen entsprechend runtergegangen sind. Nicht um den gleichen Betrag, aber zumindest ungefähr in einem Bereich von 1% sind die Tilgungsgrößen runtergegangen. Woran liegt es? Wir haben ein annuitätisches Prinzip. Ja, das heißt, bei einem höheren anfänglichen Zinssatz darf die Tilgung geringer sein, damit ich auf die gleiche Laufzeit komme im Vergleich zu, ich habe einen niedrigen Zinssatz, dann brauche ich eine höhere anfängliche Tilgung, um auf die gleiche Laufzeit zu kommen. Und Banken ist es immer wichtig, dass innerhalb einer gewissen Laufzeit zwischen 30 bis 40 Jahre in der Regel eine Finanzierung zurückgeführt wird. Und so kann dann prozentual die Tilgung fallen. Und das hat sich in den letzten Jahren bewährt, dass dann die Banken auch ihre Regelungen dazu entsprechend angepasst haben und eine Mindesttilgung, die zu Beginn nötig ist, entsprechend reduziert haben. Was ich Ihnen auch zeigen mag, ist, wie haben sich dennoch die Darlehensraten im Durchschnitt verändert. Immer im Kontext der Kapitalanlagefinanzierung ist mir an der Stelle wichtig, nochmal zu betonen. Zinskonditionen 3% hoch. Tilgung 1% runter, ist klar, es bleiben noch irgendwo 2% übrig. Und damit natürlich auch klar, dass die Darlehensraten im Durchschnitt gestiegen sind. In ihrer Massivität, das sehen Sie hier, sind sie aber um ungefähr 40-50% im Schnitt hochgegangen. Ja, das zeigt, die geringere Tilgung kann die Zinserhöhung nicht ausgleichen. Das ist aber ein Phänomen, das ist nicht nur bei Kapitalanlagefinanzierungen so, sondern auch bei den Selbstnutzern. Und zur Folge ist es so gewesen, dass sehr viele, die bis dato sich für eine eigengenutzte Immobilie interessiert haben, sich das gar nicht mehr leisten können oder den Traum, den sie hatten, vielleicht von einem Haus nicht mehr realisieren können und man sich in eine Wohnung oder zu einer Wohnung umschauen muss. Das wiederum hat dazu geführt, dass die Nachfrage am Mietmarkt extrem gestiegen ist. Eben weniger Menschen können sich die eigengenutzte Immobilie leisten, also ist man gezwungen, weiter zu mieten. Dazu kommt, dass wir, und das wissen Sie auch, eine sehr große Zuwanderung in den letzten Jahren haben. Ja, auch da haben wir einen positiven, also in dem Kontext zumindest positiven Einfluss auf den Mietmarkt. Ja, die Nachfrage steigt extrem. Und nicht zuletzt ist es auch eine Inflation, die noch mit einwirkt. Und so sehen wir hier, wie in den letzten 5 bis 10 Jahren Mieten extrem gestiegen sind. Ein persönlichen Beispiel kann ich sagen, ich wohne in einem, na, ich würde sagen, 50.000 Einwohner
Dorf, Stadt, je nachdem, wie man sehen mag, ungefähr 50 Kilometer von Düsseldorf Richtung niederländische Grenze entfernt. Und da war es so, dass ich vor ungefähr 4 Jahren eine Wohnung erworben habe, die vermietet, aber freiwährend war, zu einem Mietpreis von ungefähr 6,50 Euro der Quadratmeter. Heute, und das ist genau ein Monat her, wurde sie vermietet für 12 Euro, nachdem sie zwischenzeitlich nochmal frei geworden ist. Und trotzdem hatte ich 200 Anfragen in nur einer Woche. Ja, und das spiegelt hier natürlich der Mietpreisindex wieder, aber auch nicht in dieser Massivität. Das heißt, auch da gibt es nochmal regionale Unterschiede. In meinem persönlichen Fall eher der Ausschlag nach oben. Und persönlich kann ich sagen, da schlagen bei mir zwei Herzen in einer Brust. Als Kapitalanleger sage ich ganz hervorragend, meine Rendite wird sehr, sehr attraktiv. Aus gesellschaftlicher Sicht natürlich eine große Herausforderung, die wir da gerade haben. Und das zeigt auch, dass der Markt nicht tot ist, so wie es die Presse seinerzeit rausgerufen hat, sondern dass es immer noch einen sehr gesunden Anteil an Kapitalanlagefinanzierung am Markt gibt, wenngleich die absoluten Zahlen sicherlich rückläufig waren, parallel auch aber zu den selbstgenutzten Immobilien. Prozentual hat sich in den vergangenen Jahren gar nicht so viel verändert. Ja. Wir sehen, wir waren immer deutlich über 20% und sind es nach wie vor. Ja, es gab nur einen Ausschlag, das war so 2021 nochmal nach oben. Das war die Zeit, wenn Sie sich an den Zinsstart erinnern, wo Zinsen fast bei Null waren, ja, und sich auch wirklich jedes noch so absurde Investment gerechnet hat. Da ist der Anteil nochmal nach oben ausgeschlagen. Ansonsten sehr stabil bei dieser Größenordnung 20%. Spannend ist aber auch, wenn wir heute sehen, ungefähr 22% Marktanteil in 23 und sehr rückwirkend nochmal an das Zinsschart denken. Das letzte Mal, als wir in der Zinsregion von heute waren, war es so ungefähr 2010, 11, 12. Ja, da hatten wir nur einen halb so hohen Anteil an Kapitalanlagefinanzierung. Ja, auch das zeigt eine sehr hohe Nachfrage bei dem Thema. Von der Tendenz für die Zukunft kann ich sagen, wenn wir das Jahr 2023 nochmal in Monatsscheiben vielleicht aufspalten würden, würde man erkennen, dass bei diesen 22% sich eine Stabilisierung eingependelt hat und in 2024 die ersten Monate sogar ein leichter Ausschlag wieder nach oben geht. Neben den bisher erwähnten Veränderungen mag ich mit Ihnen auch auf die Kaufpreisentwicklung schauen und den damit verbundenen Eigenkapitalanteil und wie sich ein Beleihungsauslauf, ja, also das Verhältnis Eigenkapital zu Kaufpreis verändert hat, beziehungsweise Darlehenssumme zu Kaufpreis. Die Preisentwicklung bei Immobilien ist natürlich immer ein Stück weit nachlaufend. Wir sehen aber ganz klar, dass auch die Preise einen Ausschlag, deutlichen Ausschlag nach unten genommen haben, ja, in den vergangenen Jahren. Ein Preisverfall von im Schnitt über alle Kapitalanlageimmobilien von ungefähr 50.000 Euro sind zu verzeichnen. Jetzt könnte ja ein Gedanke sein, ja, die Preise sind gar nicht gefallen in dem Sinne, sondern Kunden kaufen vielleicht kleinere Immobilien und damit ist der Gesamtkaufpreis entsprechend günstiger. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe mir auch angeschaut, wie sind durchschnittliche Kaufpreise pro Quadratmeter in der Entwicklung gewesen. Und die sind parallel gefallen. Ja, es ist wirklich ein tatsächlicher Preisverfall gewesen. Auch hier würden wir jetzt das Jahr 2023, wo es in der Grafik immer noch offensichtlich nach unten gehen so scheint, in Monatsscheiben aufspalten, sehen wir auch hier wieder eine leichte Stabilisierung. Und in parallelen oder zeitversetzten Vorträgen gibt es ja auch ein paar Prognosen für die Zukunft. Ich mag aber an der Stelle noch eine persönliche Meinung auch einwerfen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Preise in dieser Massivität nicht fallen werden weiter, sondern wir wirklich jetzt an einem gewissen Boden angekommen sind. Und wenn Preise fallen, dann eher diejenigen in schlechten Lagen oder mit Immobilien in schlechten Zuständen, vor allen Dingen auch auf den energetischen Kontext, also eine Energieeffizienzklasse G oder H zum Beispiel, wo man ein hohes Invest auch leisten muss in den nächsten Jahren. Da wird es sicherlich weitere Preisabschläge geben. Im Gegenteil, bei Immobilien in sehr guten Lagen, in guten Zuständen, werden die Preise definitiv wieder steigen. Auch hier, na klar, es wird regionale Unterschiede geben. Als beliebiges Beispiel, in München wird die Preisentwicklung anders sein wie in Gelsenkirchen. Wenn wir einen Blick nochmal werfen auf die Entwicklung des Eigenkapitals, sehen wir, dass hier auch eine Entwicklung nach unten gewesen ist, aber nicht in dem gleichen Verhältnis wie bei den Kaufpreisen. Was heißt das? Der durchschnittliche Beleihungsauslauf, also
der Anteil dessen, was eine Bank finanzieren muss zu dem, was die Immobilie gekostet hat, ist besser geworden aus Bankensicht und auch aus Kundensicht. Wir sind hier in etwa von einer Größenordnung 85% durchschnittlicher Beleihungsauslauf gefallen auf ungefähr 80, 79%. Und das ist ein sehr positives Zeichen, denn wir sehen, dass wir nicht in eine Blase reinlaufen, von der vielleicht auch schon berichtet worden ist, sondern wir in einem weiterhin sehr gesunden Verhältnis stehen. Ja, und das ist auch ein gutes Signal in die Bankenrichtung. Gründe dafür können sein, dass auf der einen Seite die Anleger ihr Geld, was sie auf Tagesgeld, Sparkonten, Depots etc. haben, einfach inflationssicher anlegen möchten und deswegen einfach bereit sind, mehr Eigenkapital einzusetzen. Andererseits kann es auch sein, dass es an den höheren Ansprüchen von Banken liegt, die bonitätsseits, aber auch an den Einsatz des Eigenkapitals haben. Persönlich, als ich mich mit den Daten beschäftigt habe, hat mich diese Grafik hier oder beziehungsweise die vor allen Dingen, die als nächstes kommt, am meisten fasziniert. Was sehen wir? Wie haben sich Angebotspreise zu den tatsächlichen Kaufpreisen in den letzten Jahren verändert? Und Sie wissen es vielleicht auch noch, als die Zinsen noch nicht gestiegen waren, war die Nachfrage unfassbar hoch nach nahezu jeder Immobilie. Das heißt, ich als Verkäufer oder als Makler habe zu einem Preis X inseriert und in aller Regel darüber verkauft, weil man sich hochgeboten hat. Das sehen wir hier. Ja, im Durchschnitt lag der Verkaufspreis etwas über 2% über dem Angebotspreis. Im Durchschnitt über alle Verkäufe. In den letzten 2 Jahren sehen wir, dass es genau andersrum war. Ja, auf einmal konnten wir Preise nach unten verhandeln. Also nicht nur, dass per se vielleicht Angebotspreise runtergegangen sind. Nein, eben weil die Nachfrage auch geringer war, haben wir die Möglichkeit gehabt, Angebote darunter abzugeben und wurden vom Verkäufer oder Makler nicht direkt weggejagt, sondern bereitwillig angenommen und man hat eine gemeinsame Preisfindung vorgenommen. Jetzt sehen wir, in der Spitze waren es 4%. Das klingt jetzt erstmal nach einer kleinen Zahl. Ja, und wenn wir uns aber die nächste Grafik anschauen, das hat mich dann begeistert, sehen wir, wie groß die Möglichkeiten tatsächlich gewesen sind, wenn wir weg von einem Durchschnitt gehen, sondern einfach mal es in Viertelprozentpunktscheiben einteilen, kann man sagen, dass es immer noch so war, dass ungefähr ein Viertel aller Verkäufe, das sehen wir hier, oberhalb des Angebotspreises stattgefunden haben. Bei ungefähr einem Viertel aller Verkäufe gab es gar keine Veränderung zwischen Angebots- und Verkaufspreis. Und bei einem guten Viertel lag der Verkaufspreis sogar 10% unter dem Angebotspreis und bei einem weiteren Viertel bis zu 30%, also zwischen 10 bis 30%, ja, lag dann der Verkaufspreis zwischen dem Angebotspreis. Und da sehen wir einfach, wie groß die Spanne gewesen ist, was sich in einem reinen Durchschnitt gar nicht so widerspiegelt. Eine gute Nachricht ist, wir werden weiter Möglichkeiten haben, Preise zu verhandeln. Gleichzeitig ist natürlich die Realität auch bei den Verkäufern und Maklern angekommen. Angebote werden automatisch vielleicht ein Stück weit günstiger reingeworfen. Und gleichzeitig mit dem Kontext, was ich Ihnen gerade mitgegeben habe, haben wir eine Stabilisierung im Markt und der Verhandlungsspielraum der Verhandlungsspielraum in dem großen Maß ist in dem Sinne nicht mehr vorhanden. Gleichzeitig, man kann noch fantastische Deals machen. Was auch interessant ist, sich anzuschauen, ist, wie haben sich die durchschnittlichen Zinsbindungen von Finanzierung, von Kapitalanlagefinanzierung in den letzten Jahren verändert. Und da sehen wir, als der Markt sehr günstig war von den Zinsen, ja, sind die durchschnittlichen abgeschlossenen Zinsbindungen gestiegen. Was ja klar war, wenn ich eine günstige Kondition bekommen kann, habe ich möglicherweise das Bedürfnis, mir die sehr langfristig zu sichern. Und interessant ist aber, dass in dem letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren die durchschnittlichen Zinsbindungen nach unten gehen. Das sehen wir vor allen Dingen daran, wenn wir uns nochmal anschauen, was konkret wurden denn für Zinsbindungen abgeschlossen. Dann haben wir in dem Jahr 2023 bei den blauen Balken den vermehrten Abschluss von der klassischen 10-jährigen Zinsbindung und weniger die 15- oder gar 20-jährigen Zinsbindungen. Und ich finde es deswegen interessant, weil wir uns heute im inversen Zinsmarkt bewegen. Was heißt inverser Zinsmarkt? Das heißt, dass ich heute
auch auf einem gestiegenen Niveau, aber eine Kondition für 10 Jahre sich nicht wesentlich von einer 5- oder von einer 15- oder 20-Jährigen unterscheidet. Ja, da habe ich meist nur einen Aufschlag von vielleicht 0,1, manchmal 0,2, aber mehr ist es in der Regel nicht, zu bezahlen. Und da kann ich dann nur die Empfehlung geben, als vielleicht pauschalen Tipp, sich immer mal auch die langen Zinsbindungen anzuschauen. Weil wenn ich keinen großen Aufschlag zahle, dann habe ich immer das Motto, lieber haben als brauchen. Wer weiß, was irgendwann in der Zukunft noch kommt, und ich bin abgesichert. Gleichzeitig habe ich trotzdem ein hohes Maß an Flexibilität, weil ich aus dieser langen Zinsbindung trotzdem immer ab dem 10. Jahr rauskommen kann. Da gibt es ein Gesetz im BGB 498. Was heißt, ich kann Darlehen nach 10 Jahren Zinsbindung mit einer Frist von 6 Monaten zu jedem Zeitpunkt kündigen. Ja, das heißt, nahezu die gleiche Flexibilität wie bei einer kürzeren, also 10-jährigen Zinsbindung, aber die Sicherheit der langen Zinsbindung. Hier natürlich ein pauschaler Tipp und dennoch auch der Hinweis, es ist ganz individuell entsprechend Ihrer Ziele, Ihrer Bedürfnisse und lassen sich dazu auch beraten. Auch interessant anzuschauen ist, wo prozentual gesehen werden denn anteilig mehr Kapitalanlagen finanziert im Vergleich zu Selbstnutzern. Wenn wir das sehen und in der Grafik wir blaue Flecken sehen, dann haben wir einen sehr hohen prozentualen Abschluss von Kapitalanlagefinanzierung. Und bei den ja, gelb- bis braun-orangenen Farben ist der prozentuale Anteil eher gering. Als ich mir die Grafik angeschaut habe, war ich im ersten Moment überrascht, weil ich anderes erwartet hätte. Ja, als Beispiel für den Großraum, in dem ich wohne, hier NRW, habe ich eigentlich gedacht, boah, hier ist eine riesen Nachfrage, also müsste der Anteil an Kapitalanlagen doch eigentlich hoch sein. Ist genau andersrum. Woran liegt es? Die durchschnittlichen Kaufpreise, auch in Quadratmeter bezogen, sind deutlich geringer, wie zum Beispiel im Süden von Deutschland. Somit können sich auch viel, viel mehr Menschen die eingenutzte Immobilie leisten. Und vor allen Dingen ist das die Bevölkerungsdichte hier sehr eng. Anders dann genau auch, wie ich es erwartet habe, in München. Da haben wir sehr hohe Kaufpreise, die Quadratmeter gesehen. Entsprechend können sich eher weniger Menschen die selbstgenutzte Immobilie leisten. Und da ist es ein attraktiver Markt für Kapitalanleger, ja, die dann meist gar nicht in einer Rendite und einem sehr positiven Cashflow die Absicht haben zu investieren, sondern auf weitere Preissteigerungen, spekulieren. Und was wir auch sehen, sind zum Beispiel die Voralpenregion oder die Küstenregion. Ja, und jetzt ganz platt ausgesprochen, da wohnt keiner, da fährt man nur in Urlaub hin. Ja? Und auch deswegen sehen wir da einen entsprechend hohen Anteil an Kapitalanlagefinanzierung, die in Ferienimmobilien zum Beispiel investieren. Ein bisschen als Fun Fact auch ehrlich gesagt, habe ich die Grafik einmal umgedreht und gar nicht geschaut, okay, wo investiert man denn, sondern als Kapitalanleger, wo wohne ich denn? Ganz unabhängig davon, wo ich investiere. Und das ist ganz spannend, denn ganz offensichtlich ja, gibt es in München ein Nest an Kapitalanlegern mit einem Augenzwinkern. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir unseren Unternehmenssitz dort haben, aber das wird vermutlich nicht der Hauptgrund sein. Ja, sondern wir haben in München eine sehr hohe Kaufkraft, ja, die Einkünfte im Durchschnitt sind sehr hoch und die Möglichkeit, dass Menschen in Immobilien investieren, ist einfach gegeben und da dann auch vielleicht über die Grenzen von München hinaus. Gleichzeitig sieht man in der Grafik im Vergleich nochmal, ja, und nur als Unterschied zur vorherigen in den Farben gesehen, nicht jeder investiert dort, wo er wohnt. Ja, also es gibt viele Kapitalanleger, die fortgeschrittener sind, die auch durchaus bereit sind, in einem Standort zu investieren, der einige hundert Kilometer entfernt sind. Wenn Sie gerade am Anfang stehen, würde ich Ihnen aber dennoch empfehlen, investieren Sie dort, wo Sie sich auskennen. Zu Beginn machen Sie dort Ihre ersten Erfahrungen und gehen Sie dann vielleicht in Standorte, die Sie über verschiedene Aspekte für sich sondiert haben, dass sie interessant sind zum Investieren. Auch mit dem Augenzwinkern habe ich mir angeguckt, wie alt sind wir denn eigentlich, wir alle, die in Immobilien investieren? Und da ist was ganz Spannendes aufgefallen, dass das durchschnittliche Alter abnimmt. Ja, waren wir vor gut 10 Jahren noch im Durchschnitt bei ungefähr 46 Jahren, so ist heute der durchschnittliche Kapitalanleger 42 Jahre alt.
Ja, der Unterschied scheint gar nicht so groß. Wenn ich mir aber anschaue, wie ist der Anteil der unter 40 oder über 40-Jährigen? Ja, dann hat sich der Anteil der unter 40-Jährigen fast verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Und das ist für mich, finde ich, eine sehr persönlich beruhigende Nachricht, denn wir denken an unsere Altersvorsorge. Das ist das, was ich daraus ziehe. Und natürlich ist die Immobilie ein wesentlicher Bestandteil einer Altersvorsorge. Ja, und den nehmen wir für uns mit in den Bezug rein. Auch bin ich dann zufällig drüber gestolpert. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis, wenn jemand alleine, also nicht als Paar, sondern als alleiniger Darlehensnehmer in Immobilien investiert? Sehen wir spannenderweise, dass es 3/4 Männer sind und nur 1/4 Frauen. Und auch ein Grund dafür, dass wir das Thema aktuell heute bei den Wohnperspektiven, aber auch in anderen Bereichen nochmal prominent platzieren, weil es sicherlich auch für die Damen ein unfassbar interessantes Thema ist. Bei diesem veränderten Markt in den letzten Jahren haben auch wir bei Intel auf diese Situation reagiert. Und ich habe ganz am Anfang zu meiner Vorstellung gesagt, dass ich das vergangene Jahr in einem Pilotprojekt arbeiten durfte. Und das ist aus meiner persönlichen Affinität als Kapitalanleger entstanden, ehrlich gesagt, weil ich hier mit offenen Augen deutliche Optimierungschancen gesehen habe, wie wir bei Intel in unsere Beratung von Kapitalanlegerkunden gehen. Und war sehr dankbar, dass ich einen vorstandsseitigen Support auch bekommen habe, mich dem Thema zu widmen in einem Projekt gemeinsam mit ungefähr 20 Finanzierungsberatern deutschlandweit in unseren Standorten. Und mit diesen Finanzierungsberatern bin ich durch eine mehrmonatige Schulungsreise gelaufen und habe das grundsätzliche Kapitalanlegerwissen deutlich erhöht. Und das gar nicht nur in Bezug auf die reine Finanzierung, sondern vielmehr auf sehr viele Themen rund um die Immobilie als Kapitalanlage. Dazu gehören rechtliche Themen, dazu gehören vermietungsrechtliche Sachen, dazu gehören steuerliche Themen, dazu gehören Immobilienentwicklungsthemen. Um all das gesamtheitlich zu betrachten und deutlich höher auf Kunden oder auf Augenhöhe mit den Kunden sprechen zu können und ihn in diesem Kontext dann besser in der Finanzierung auch beraten zu können, weil ich ihn besser verstehe einfach auch. Und da ist unser Beratungsansatz auch hingegangen, dass wir in der Finanzierung nicht mehr nur auf die eine Immobilie, die ich in dem Moment finanzieren mag, schauen, sondern wir gesamtheitlich drauf schauen, ja, also auf die Strategie von Ihnen als Kunden in der Vergangenheit, so Sie schon Immobilien gekauft haben, vor allen Dingen aber auch in Zukunft. Ja, was haben Sie in den nächsten Jahren vor? Bleibt das vielleicht die einzige Immobilie oder wollen Sie mehrfach wiederkehrend in kurzer Zeit vielleicht auch in Immobilien investieren und wie ist die Strategie dabei? Und wir versuchen, Ihre Finanzierung entsprechend dieser Bedürfnisse aufzubauen und vor allen Dingen die passende Bank für Sie zu finden, die jetzt nicht nur für das heute anstehende Projekt, ja, für Sie die beste, günstigste Bank am Markt ist, sondern vor allen Dingen die Bank rauszusuchen, die auch bereit ist, mit Ihnen in die Zukunft zu gehen und ein strategischer Partner von Ihnen wird. Und in diesem Beratungsansatz haben wir dann nochmal unterschieden in 3 große Kundengruppen. Das sind die Träumer, das wären Sie, wenn Sie noch ganz am Anfang der Reise stehen und vorhaben, in die erste Immobilie zu investieren. Oder als Einsteiger vielleicht schon 1, 2, 3, 4 Einheiten als Wohneinheiten besitzen. Oder als Experte, der ab 5 Einheiten oder deutlich darüber hinaus Immobilien besitzt, vielleicht auch schon in verschiedenen Gesellschaftsstrukturen. Und aus unserer Sicht bedarf jeder dieser 3 Kundentypen nochmal inhaltlich anderes Wissen, mit dem wir auf unsere Kunden zugehen. Was wir in diesem Projekt auch gemacht haben, wir haben eine technische Unterstützung gebaut, um einfach visuell besser mit Ihnen gemeinsam über genau diese Themen zu sprechen zu können. Und vor allen Dingen haben wir auch den Dialog mit unseren Bankpartnern verändert. Denn bis dato ist es oft so gewesen, dass unsere Bankpartner gerade bei eher komplexeren Finanzierungen ja die Haltung hatten, das ist kein Plattformgeschäft. Das machen wir nur, wenn der Kunde direkt zu uns kommt. Was heißt komplexere Finanzierung? Vielleicht, wenn Sie nicht als Privatperson, sondern in einer Gesellschaftsstruktur, Holding mit unterschiedlichen GmbHs, also Vermietungs-, Verwaltungs-GmbHs, darunter firmieren und so investieren und entsprechend finanzieren wollen. Und wir haben es in dem Projekt geschafft,
zu Beginn das in Einklang zu bringen. Ja, wir haben an der Haltung bei den Banken gearbeitet, dass wir nicht nur als Plattform, Vergleichsplattform wahrgenommen werden, sondern als Vermittler, der tolle Kunden zu den Banken bringen kann. Und begonnen haben wir die Reise, indem wir ungefähr 400 unserer regionalen Banken mit einem vorherigen Fragenkatalog formuliert angesprochen haben. Sehr dankbar unterstützt durch unser Produktmanagement und wir sehr viele für uns Kapitalanleger wichtige Fragen mit den Banken besprochen haben. Zum Beispiel, liebe Bank, bist du auch bereit, in Sondervermietungssituationen reinzugehen? Zum Beispiel möbliertes Vermieten, Airbnb und dergleichen. Oder haben wir die Chance, wenn ein Kunde die Immobilie entwickelt hat, im Wert, eine entsprechende Nachfinanzierung, eine Nachbeleihung vorzunehmen? Und so gab es eine große Reihe an Fragen, die wir mit den Banken besprochen haben. Und eine wesentliche dabei ist auch, liebe Bank, für Kapitalanlagefinanzierung in jeglichen Bereichen, wer sind die richtigen Ansprechpartner für uns? Ja, weil da müssen wir mit den entsprechenden Ansprechpartnern individuell über ihre Finanzierung sprechen können. Das wiederum hat unseren Kunden sehr viel Arbeit gespart. Denn sie müssen in dem Moment, wo wir das Wissen haben, in diesem Sinne, nicht mehr zum Beispiel 10 verschiedene Banken laufen, rausfinden, kann die Bank vielleicht überhaupt das an Produktangebot bieten, was mir wichtig ist? Ist es die richtige Bank? Ist das der richtige Banker? Ist es die Bank, die ich auch langfristig für meine Strategie haben will? Das können wir sehr gut vorentscheiden, ganz weg von jeglichen Zinskonditionen und dergleichen. Die kommen dann natürlich noch mit on top. Das war ein Bezug, den wir vor allen Dingen mit den regionalen Banken gehabt haben, durchgeführt haben. Aber auch mit unseren Großbanken sind die Teams deutlich enger aneinander gerückt. Ja, meine Kapitalanlegerspezialisten, aber auch die spezialisierten Teams in den Großbanken, wie zum Beispiel Deutsche Bank, KVB, DKB und Co. Und in diesem engen Zusammenrücken ist es uns gelungen, einfach gemeinsam zu verstehen, was sind die Dinge, die wir gemeinsam erfolgreich umsetzen können. Und bewusst sage ich, wir stehen aber hier auch noch am Anfang. Ja, ich sage immer, es ist ein Long Game. Ja, die Veränderung braucht Zeit und wir brauchen auch deutlich Erfahrung. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir mit dieser Zeit einen sehr hohen Mehrwert auch für unsere Banken bringen können, indem wir sie als Kunden dort platzieren, aber vor allen Dingen sie auch Kunden als, aber auch für sie als Kunden einen hohen Mehrwert bieten können in der Auswahl der passenden Bank. Und ein Projekt war einer der größten Erfolgsfaktoren neben dem bisher erzählten, vor allen Dingen deswegen, dass wir deutschlandweit ein Spezialistennetzwerk gebildet haben. Ja, ich hatte gesagt, 20 Finanzierungsberater aus allen Standorten Deutschlands. Tauschen wir uns mehrmals die Woche in festen Formaten aus. Und ganz oft, das haben wir auch schon gehört, finanziert oder kauft der Kapitalanleger nicht dort, wo er wohnt. Vielleicht wohne ich in München, gehe dort in die Niederlassung, lass mich beraten, will aber an der Nord- oder Ostsee kaufen und investieren. Da brauche ich als Finanzierungsberater natürlich eine andere Bankenexpertise. Und die schaffen wir durch einen sehr engen Austausch untereinander. Und mit diesem engen Austausch ist es uns wirklich mehrfach gelungen, ganz tolle Kundenerlebnisse zu schaffen, die wir in dem Maße, da bin ich auch ganz ehrlich, vorher nicht geschaffen hätten. Mir fallen immer wieder Situationen ein, wo wir sehr komplexe Finanzierungsstrukturen mit vermögensverwaltenden GmbHs oder GbRs oder Familien-KGs platziert haben, gar sogar Stiftungen. Oder wir haben auch ganz kuriose manchmal Gewerbefinanzierungen auch darstellen können. Ja, also ein bisschen schmunzeln, denke ich immer, die waren parallel zueinander, haben wir einen Schlachthof und einen Pferdehof finanziert, die zum Glück aber in keinem kausalen Zusammenhang miteinander standen. Aber da hätten wir vorher auch nicht ansatzweise gewusst, wie und wo wir sowas darstellen können. Oder eine Situation, die ich auch immer wieder im Kopf habe, eines Kölner Kollegen, der eine Finanzierungsanfrage erhalten hatte, einer Familien-GbR mit 4 Parteien, also 4 Familienangehörigen, die ein 4-Familienhaus kaufen wollten, welches aber rechtlich nicht geteilt war, es war wirklich ein rechtliches Mehrfamilienhaus. Und im Plan war es aber, dass perspektivisch jeder Einheit eine Wohnung zugeordnet wird, was für die Banken eine gewisse Komplexität darstellt in der Strukturierung und der grundbuchlichen Besicherung. Und nur mit dem Wissen des überregionalen Know-hows und im Austausch mit einem Kollegen aus Mannheim wusste der Kölner Kollege, dass es in Mannheim einen Deutschbanker gibt, der dafür prädestiniert ist und mit ihm diese Finanzierung ganz hervorragend abgewickelt hat.
Oder auch im Kopf ist mir immer eine Finanzierung im Norden von Deutschland, in der Nähe von Hamburg, wo ein Kunde zwei Immobilien kaufen wollte. Ein ganz kleines Mikroapartment, ja, was er zur studentischen Vermietung kaufen wollte und finanzieren wollte, was aber eine sehr kleine Darlehenssumme war und vor allen Dingen eine sehr, sehr kleine Wohnfläche. Und eine zweite größere Wohnung, die klassisch als vermietete Wohnung gekauft werden sollte. Und der Bank hatte durchaus Herausforderungen, dieses Mikroapartment darzustellen, entsprechend der Regularien der Bank. Und hat dann einfach angeboten, weißt du was, wir finanzieren nur auf die große Wohnung. Und ich bin bereit, dort nicht einen Kaufpreis, sondern deutlich über den Kaufpreis hinaus zu finanzieren. Und wir wickeln dieses kleine Mikroapartment direkt dort drüber mit ab. Und auch hier hätten wir den Zugang zu diesem Banker niemals bekommen, wenn wir nicht miteinander gesprochen hätten. Und was mich persönlich vor allen Dingen sehr, sehr freut, ist, dass genau also diese Faktoren zum Erfolg des Projektes geführt haben und wir uns Intelpseits dazu entschlossen haben, das nicht bei diesem Projektstatus und bei 20 Finanzierungsberatern zu lassen, sondern das Ganze wirklich deutlich größer zu machen. Und wir ihnen die Möglichkeit geben wollen, innerhalb einer gewissen Zeit, wir sprechen hier über eine Zeit von 1,5 Jahren, zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, sich beraten lassen zu können von einem von diesen ausgebildeten Spezialisten. Und wir werden diese Manpower auf ungefähr 100 Finanzierungsberater in unseren Niederlassungen und Geschäftsstellen erhöhen und die Qualifikation entsprechend vorantreiben, sodass wir auch für Sie in Zukunft einfach der passende Ansprechpartner sein können. Und damit mag ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.